jetzt bei dieser WM. Für die beiden geht das Turnier heute los. Die Mission WM, sie kann beginnen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los, hier im Al-Bayt Stadium. Willkommen, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Al-Bayt Stadium zum heutigen Spiel begrußen. Mein Name ist Rolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Wir übertragen für Sie heute das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Das sind zwei Mannschaften, die in diesem heutigen WM-Gruppenspiel einiges zeigen wollen. Das Stadion ist voll, Stimmung ist super. Es ist angerichtet für ein Fußballfest. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Die Aufstellung der Schweiz sehen wir hier. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Manuel Akanji spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Remo Freuler steht mit Granit Xhaka im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Breel Embolo. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Vargas. Xhaka. Ball bei Xhaka. Xhaka, oh, was für ein Pass. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Da passt Sommer auf und macht das problemlos. Elvedi. Vargas. Xherdan Shaqiri. Shaqiri, ganz sicher. Kurze Ecke jetzt. Jetzt die Flanke. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Erstmal keine Gefahr. Chance zur Führung. Da macht er zu, starke Aktion. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Xhaka. Vargas. Die Schweizer kommen. Ah, da wäre jetzt Platz. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß.
Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kostic mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Vlahovic. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Machen Sie gut, Steilpass. Aber da machen Sie doch nichts aus diesem Steil. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen Sie mehr rausmachen. Diese Chance haben Sie fast verscheckt. Vargas. Die Schweizer geben den Ballbesitz ab. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Gefährliche Szene. Wahnsinn. Er hält ihn. Wiedner. Xherdan Shaqiri. Stark verteidigt. Chance zum Konter jetzt. Es bleibt bei diesem knappen Rückstand und was für eine Parade. Also Sie wissen ganz genau, was Sie an ihm haben. Sichere Parade. Tadic führt die Ecke aus. Abwehr ist da und dann kann er keinen perfekten Kopfball setzen. Und jetzt der Lupfer. Der Ball beim Torhüter. Freuler. Steffen. Xherdan Shaqiri. Ja, mit viel Übersicht. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Ball läuft da gut jetzt. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball. Kostic. Und dann ist der Ball doch weg. Es war eng, aber abseits angezeigt. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Sie haben geklärt.
Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Dusan Tadic. Er sucht die entscheidende Lücke. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Der Angriff damit beendet. Freuler. Widmer. Embolo jetzt. Widmer. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Renato Steffen. Da ist die Chance. Die Szene noch nicht vorbei. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Pausenpfiff. Die erste Hälfte ist hier im Albeit Stadium also zu Ende. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Müssen Sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Gehalten, da zeigt er sein Können. Die kurze Ecke. Ah, oh, das könnte es sein. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Embolo jetzt. Steffen. Einiges an Platz auf dem Flügel für die Schweiz. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Savic. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Und jetzt Shaqiri. Er bekommt die Unterstützung. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Vargas. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Klasse durchgesetzt. Die Chance. Der muss passen. Tor ist leer. Ball ist drin. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Spiel
Rückstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Lajovic. Sie bauen den Angriff auf. Aber sie finden die Lücke einfach nicht und dann ist der Ball weg. Chance zum Konter jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Er ahnt nach dieser Szene natürlich, das könnte Ärger geben. Sie werden hier wechseln. Er hält diesen Ball, obwohl er platziert kommt. Unheimliche Power hinter dem Ball. Den hat er super gehalten. Ecke Shaqiri. Die bekommen den Ball nicht raus. Drüber. Kein Tor. Bei diesem harten Schuss, da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Nemanja Gudej. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Und jetzt der Schuss. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Die Szene damit beendet. Sie machen Druck. Vargas. Da wäre Platz für den Konter. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Kostic. Breel, Donald, Embolo. Vargas. Schönes Anspiel. Ja, ja, das ist Abseits. Milinkovic-Savic. Nemanja Gudej. Unnötiger Ballverlust. Čaka. Seferovic. Schön abgeblockt. Könnte jetzt was werden. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Sergej Milinkovic-Savic. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Gudej. Vlahovic. Luka Jovic. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Er blockt die Hereingabe ab. Ball im Aus, gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter.
Sergej Milinkovic-Savic. Schön dazwischen gegangen. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Zakaria. Das könnte die Gelegenheit geben. Super Einsatz vom Torhüter. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ecke kommt. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Jetzt schießt er. Und das war's. Das ist das Tor zum Sieg. Sie erhöhen weiter. Da passiert nichts mehr. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind also am Ende die Sieger. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Das war gut, was er heute angeboten hat. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.